So, und da sind wir jetzt auch schon beim Hilfs-Sheriff Gray angelangt, der da noch eine Mission von uns hat. This here the Gray Plantation? Yep. Sheriff's orders. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. Na, dann schauen wir uns hier doch mal um. Ja, haben ja schon wieder viel erledigt. Und jetzt wollen wir mit dieser Sheriff-Mission weitermachen. Mit Grace. Erinnert euch vielleicht noch. Wen haben wir denn da? Irgendwo im Areal. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Okay. Master Bo sollen wir reden. Müssen wir da durch? Ach, cool. Schön, wie sich die Hecke da zur Seite drückt auch. Hof haben sie hier, ne? Unruhestifter werden hier längst rausgejagt. Man hat es auch gesehen und solange wir für den Hilfs-Sheriff arbeiten, dürfen wir hier drin keine Waffen benutzen in dieser Region. Als Hilfs-Sheriff arbeiten vielmehr. Und wir haben ja im Moment eine Hilfs-Sheriff-Marke an. Wir machen ja alles. Hey! Huh. I'll see you at the Sheriff's office. Oh. Was ist denn da los? Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she... She's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter. And this bracelet, please. Oh, look out for their guards. They're worse with strangers than ours are. Ja, die gehen da mit, die Wachen, die gehen da hier teilweise echt übel und rüde mit den Leuten um. Da haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen, deswegen. Wir sind natürlich jetzt also unterwegs hier in Mission der Liebe. Und wollen dem Herrn Gray helfen. Ja, dem jungen Herrn Gray. Bossy, komm. Bossy, Body hier. Ja, ihr wundert euch. Was flötig hier rum? Ne? Ihr wundert euch wahrscheinlich, aber hier liegt am Pferde. Das ist ja aber Zeit hier. Bossy. Ja, da bist du ja. Mensch, ja. Freut mich. Ja, dich. Das ist aber schön hier. Dafür kriegst du erstmal hier ein Leckerchen. Ne? Ah, komm her. Was haben wir denn da noch für dich, hm? Ach, eine Klettenwurzel. Ja, wenn es leider nichts ist. Okay, weiter geht die Reise. Zack. Genau, Walle spielt den neuen Kurierdienst. Simulator 2023, DHL Kurier, sagt Dr. Beetle. Oh, ich wollte eigentlich drüber hoppen. Aber okay, so geht es natürlich auch. Ich bin mit dem Huf aufgedrückt, das ganze Ding.
Ich will ja auch gar keine Unruhe stiften, ne, weil das links aufpoppt. Das meinte ich, habe ich ja gerade erzählt auch. Ja, wir sind wieder unterwegs im Namen der Liebe, ne? So, Penelope, in die hat er sich verliebt. Nicht Penelope Cruz, aber so ähnlich scheinbar. Und da gibt es natürlich ein bisschen Probleme mit den familiären Umständen. Man müsste eigentlich drei Hindernisse, müsste man sich in den Weg stellen, ne, die unterschiedlich sind. So, aber da kannst du ja einen Baum nicht überspringen. Okay, jetzt müssen wir hier in der Gegend suchen und sollen uns nicht von den Wachen überwaschen lassen. Errege keine Aufmerksamkeit. Nach Möglichkeit. Eine Schleichmission hier. Da sehen wir die Wachen schon auf dem Radar. Sehr lang trübbeln. Und wir schleichen uns hier links um den Baum herum. Vordereingang ist ja meistens eher schlecht, ne? Sagt man ja so. Wird ja immer gut bewacht eigentlich. Bin ich mal hier so ein bisschen rumzugehen. Noch macht mich hier keine Wache aus. Der eine hat es nicht umgedreht, glücklicherweise. In diesem Turm finden wir ein bisschen Deckung. Ach du Scheiße. Wir hoffentlich hier lang so. Hm? Uns? Ne, in dem Nebel nicht, glücklicherweise. Okay, jetzt sollten wir hier hochgehen. Das war laut. Cool, weil wir werden uns nur vorgewarnt, ne? Ne, irgendwie hier reinkommen, die gute Stube. Hey, hey, I'm just a tourist. Das hat aber funktioniert tatsächlich. So muss ich anhören, aber wir müssen eh da vorne lang, ne? Wir müssen ja gar nicht in das Gebäude rein. Okay. Wir müssen mal kurz auf der Map anschauen. Da ist die Penelope. Okay, weil ich dachte kurz, wir müssen in das Gebäude rein auch. Das war ein Fehler fast. Das ist nicht AC, da funktioniert das nicht, verdammt. Okay, das läuft aber gut so. Da vorne ist der Pavillon, ich mache ihn schon aus. Hey, ich bin nur ein Tourist. Jetzt können wir ein bisschen, hier können wir ein bisschen rennen, glaube ich, oder? Ja, lieber nicht. Bisschen Joggedy. Komm, so ein bisschen Joggedy mache ich. Gott, dass wir ewig, bis wir da drüben sind. Hier ist der Pavillon. Was wir nicht alles für die Liebe tun, Leute. Hallöchen! Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh. He is so... strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or... well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but... my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand.
That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Beau again, will you give this to him? Sure. Jetzt müssen wir hier wieder rauskommen. Am liebsten würde ich einfach Rossi rufen und reiten. Aber wir schwimmen einfach, hm? Ja komm, ein bisschen nass werden die Klamotten so quasi, aber gehen wir schon hin. Ich will mal an der Seite rauszugehen, oder? Wir müssen ja nicht wieder denselben Weg gehen, den wir gekommen sind. Ist bisher niemand. Geh trotzdem mal die Galdukt lang. Oh Leute. Sieht ganz gut aus hier der Weg. Rossi, du musst kommen. Yeah. Das haben wir erledigt und jetzt müssen wir mal Rossi herholen. Rossi! Was ist denn Rossi? Da kommt. Oh yeah! Haben wir erledigt, erfolgreich. Im Namen der Liebe wurden wir aktiv. Und jetzt sollen wir dem Typen wieder seine Unterlagen bringen. Was sie ihm mitgegeben hatten. Sie müssen im Geheimen, weil die Familien nicht so miteinander können und so weiter. Ihr habt das ja alles jetzt hier miterlebt, abenteuerlich, wie es war. So, und da vorne ist die nächste Mission. Da wollen wir wieder rüberreiten zu dem Guten. Oh, Entschuldigung. Komm, ich reite mal lieber so. Der Wendekreis ist nicht so atemberaubend. Zack. Aber sogar mit der Kinokamera. Ja, und wie gesagt, das gibt's ja öfter mal, auch so typisches Filmthematik, so diese Liebes-Twist-Nummer. Und spätestens seit Macbeth und noch viel früher, schon der Antike. Dass zwei Familien sich nicht abkönnen, aber der Sohn und die Tochter der Familie oder die Enkel oder wer auch immer sich dann ineinander verlieben und die Familien damit aber nicht klarkommen. Und genau diesen Fall haben wir hier offensichtlich. Aber wo will's denn lang? Hier, komm, gib mal ein bisschen Gummi. Wir da ja morgen nicht mal mehr an, du. Guten Abend. Shit, what the hell you doing? Ja, das fragen wir auch. Ja, Leute, ey, sorry, ich mach das gerade nicht. Ich steuere gerade. Guck mal, die Haare von Rossi, wie die am Flattern sind. Junge. Ich lass gerade mit den Autopiloten reisen, mit dem Kinomodus. Da kann man nämlich den Autopiloten fahren und dann kann man ja mal gucken. Da muss man selber gar nicht unbedingt steuern. Ja, Romeo und Julia natürlich auch. William Shakespeare halt, ne? Grau, Alter. Wenn man da in die Antike zurückgeht, sind ja Liebesgeschichten und Mord und Totschlag darum geführt. Bestimmt schon 4.000, 5.000 Jahre alt. Oder wenn nicht sogar noch länger, wurden sie wahrscheinlich schon der Steinzeit erzählen. Oh, guck mal, wie schön er da das Ding aufgetreten hat. Oh, ich muss hier nach links. Legt aber richtig den Turbo ein hier. Ich finde es aber ganz cool mit dem Kinomodus reiten. Oh, Moment. Da ist er was, da ist was passiert. Sollen wir dem helfen oder nicht? I'm about done here. If I don't get these shackles off soon, I'm a goner. Please. You're just putting me on. Just shoot the shackles. One bullet. That's all. Everyone deserves a second chance. Come on. Please. Na gut. Wollen wir ihm helfen? Ja, dann halt mal still. There you go.
Moon, I have waited to hear that noise for so long. Yeah, I bet. I wish I could give you some money or... Well, you know, I might have something of interest. A fellow on the chain line jawed on about this little homestead owned by some lonely drunk. Yeah, he keeps a lot of money stacked away. Dead south of Rhodes, on the river. You sure I'm the right person for this sort of information? I ain't saying nothing. Do with it what you will. Neuer Einbruch auf der Karte aufgetaucht. Das wollen wir jetzt nicht für den Einbruch sehen. Der kann ja weit weg sein. Ach du Holy Moly, Alter. Find die nicht. Haben wir die Einbrüche hier nicht drauf? Doch, die müssen doch hier auch sein irgendwie. Mal guck mal, wie viel man hier lang huseln kann. Aber den Einbruch habe ich direkt hier nicht. Oder ich finde ihn nicht. Postmeisterei, Saloon. Oder ist es eine andere Nummer dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir da nachher noch. Vielleicht hat ja einer von euch was gesehen. Hier gerade im Livestream. Let's go, girl. Wollt ihr aber eh weiter ohnehin. Auf zur nächsten Mission sozusagen. Wir werden ja auch noch schon ein bisschen was erledigen haben. Ne? Aber so ein Überfall-Tipp ist natürlich auch so eine Sache. Die sind ja nicht unbedingt das Beste fürs Karma. Es sei denn, das sind natürlich Bösewichte, die wir da überfallen. Und wir überfallen ja schon viel. Aber wir haben ja bisher echt eher den guten Kopf gemimt. Guten Kopf, solche. Guten Cowboy. Oh, der ist mir aber komplett. Warte mal, guck ich mal gerade. So. Er dürfte, wir haben ihn nur im Kopf erwischt, ne? Also, wir sind ja nicht überritten. Ich will das nur mal in den Raum werfen. So, und jetzt hier. Truthahn und Feder. Können wir gebrauchen? Ach komm. Der östliche Wildtruthahn. Machen wir einen Braten draus. Genau so. Sagt er mir eiskalt, nicht der größte Catch. Hier, Einbruch. Alles klar, ich verstehe, danke. Catfish Jackson. Südlich von Rhodes lebt ein Mann, der angeblich eine Menge Gold gehortet hat. Okay, jetzt weiß ich, wie ich da drauf komme. Untersuche den Hof. Südlich von Rhodes, da ist es also angeblich. Da sind wir doch hier schon in der Nähe. Irgendwo hier südlich von Rhodes müsste der sein. Vielleicht hier oder hier. Ich weiß nicht, kann man den sich irgendwie anzeigen lassen? Weil ich kann das ja nur wählen hier, diese Sache. Den Einbruch, jetzt wähle ich den. Und da kriege ich ja nur eine Info, also es wird nicht markiert. Da muss man selber finden wahrscheinlich, oder was? Da müssen wir mal vorbeireiten, wenn man da mal vorbeikommt. Jetzt machen wir erstmal die Nummer, dass wir ja unsere Unterlagen wieder zurückbringen hier. Im Namen der Liebe und so, ne? Gibt's ja einiges zu tun. Die machen es aber auch kompliziert hier, ne? Du solltest immer schieben, einen Schoner aus Stahl für Rossi zu legen. Ja, da ist was dran. Wo ist er denn? Da vorne im Stall. Hallo. Ich meine, wir haben ja gute Nachrichten für ihn, ne? Und für gute Nachrichten kriegen wir hoffentlich gutes Geld. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure.
But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Okay. Dann aber auf das Pferdchen, ne? Würde ich mal behaupten. Gut, dass sie es mitgebracht haben. Ah ja. Das ist halt wieder die typische Story, die Eltern konservativ. Ja. Im Zeichen der Liebe, im Zeichen des Fortschritts, zu einer Zeit, wo ja auch damals viele Leute einfach verheiratet wurden. Aus politischen Gründen ja auch. Diese Zeit ändert aber langsam hier. Easy boy, calm down. Zumindest in den USA. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! There they are! Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They'd eat me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Oh, so wonderful. Miss Calhoun. Yes. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign! Mothers, wives, housekeepers, and daughters, we cook the food and we fetch the water, singing songs of freedom and glory. Now, now. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Easy, guy. You damn assault! Head out! Head out! Oh, don't give it a rest, you sorry fool. Mr. Morgan, I give you the mail of the species. Yes,
just a pretty dumb specimen, I grant it. Almost there. Take us just a little further, please. Those are the steps, Mr. Morgan. Stop in front there, and then all you need to do is listen. This spot is fine, sir. Ladies! Get down! Come on! Come on! Come on. Go home! Shut your mouth! What are you doing? The hell is going on? Ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. Yes, you need to learn yourself some manners, cousin. Uh-oh. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Can you not see how idiotic you are? Jetzt bin ich mal gespannt. Come on, Bo. Let's go. Quick now. We are all Americans. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you? I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Da, danke für die Moneten. Da haben wir doch das auch wieder erledigt nebenbei. Na, das lief doch wunderbar. Gucken wir mal einen Blick auf die Karte. Oh, das brauchen wir ja nicht. Zack. Und das Index können wir einmal verbergen. Das stört ein bisschen gerade an dieser Stelle. So, hier haben wir eine neue Mission. Abigail. Ah, okay, alles klar. Hat bestimmt was mit dem Kind zu tun. Mit Jack, würde ich mal behaupten. Dann wollen wir da doch mal rüberreiten, oder? Abigail Roberts. Ist ja direkt um die Ecke quasi. Ja,
Also gar nicht so weit weg. Da sind wir ja flitsch und flutschig. So, man muss sich verschiedene Hindernisse nehmen, ne? Man kann nicht immer dasselbe reiten. Oh. Oh, Entschuldigung. Wir haben nur was versucht. So, dann reiten wir mal darüber. Haben jetzt hier das mit der Liebe zumindest vorerst geklärt. Haben die Kohle abgeräumt. Da wird es bestimmt noch ein Nachspiel haben. Mit dem lieben Herrn Gray. Und seiner Freundin. Ja, und den Familienzwist, der da entstanden ist drumherum. Hey. Okay. Fremde müssen bezahlen, höre ich nur. Ich hab gehört, wir machen jetzt was Lustiges hier, oder? Ey, was macht Rossi da? Nimm den Deadeye-Moment. Ja, machen wir es halt so. Oh, du willst auch noch spielen? Ja, da vorne trampelt noch ein weiterer rum. Pam. Sehr kurzer Prozess mit den Jungs gemacht. Ja, geil. Die Rossi da einfach durchspaziert ist erstmal durchs Bild. Als hätten sie diese Ex-Militärs hier von den Südstaaten, so wie sie aussehen. Ja, das war natürlich auch übel. Ich meine, als die Südstaatenarmee dann aufgelöst wurde damals, quasi, als die Südstaaten ja verloren hatten, gab es ja einige Soldaten, die überblieben. Ein paar sind natürlich in die andere Armee übergegangen, ein paar haben neue Jobs, ihre alten Jobs wieder gemacht und so weiter. Aber ein paar blieben natürlich auf der Strecke und wurden dann auf Banditen oder so, ne? Ja, kein Wunder. So, Rossi? So, ja genau, hier rüber. Komm. Wenn uns einer sieht, dann bin ich jetzt mal hier rüber gelaufen, schnell. Weil nachher wird uns wieder Mord angegangen, weil die Leute wieder nicht verstehen, dass wir hier eigentlich niemanden umbringen wollten. Wir könnten ja mal eben ein Lager zaubern eigentlich, ne? Gar nicht so eine dumme Idee eigentlich. Obwohl, im Moment haben wir noch genug zu essen. Lassen wir den Truthahn mal bis noch ein bisschen dran. Denkt da noch ein paar Tage, Leute. Unser Mann, ja, der hängt auch der Tote an. Das ist in den Krallen und so. Sehr schön, also wirklich. So, dann reiten wir nochmal in die Ferne. Und haben ja, wie gesagt, nur noch die Mission für Abigail. Jetzt im Moment offen. Die anderen haben wir alle geklärt. Sind ganz gut schnurstracks mit den Missionen auch vorwärts gekommen hier im Spiel bisher. Und die sind abwechslungsreich wie eh und je. Macht voll Spaß. Vor allem das mit dem Bankraub hat jetzt auch richtig Bock gemacht. War saugeil inszeniert und gerade die Inszenierung macht sie auch irgendwie aus hier. Ja, und ich würde sagen, oh, da kommt uns mal eben wieder ein Reh auf die Schliche. Who is that? Hä? Da, ist alles gut, Mann. It's Arthur. Arthur. Ja, ich bin's nur, keine Sorge. Ich bin's nur, Freunde. Bring Truthahn mit ins Lager. Komm, ich kann auch ins Lager spenden. Ich habe gerade einen ganz frischen Truthahn platt getrampelt, Mensch. Mr. Pearson wird sich freuen. Okay. Well, would you please try to keep away from old people while we're getting this much attention? I understand, boss. And I'm sorry for being foolish. It was an old thing, and my emotions got the better of me. Thank you. Dutch? Good job, Arthur. Hi. You boys are my family now. Good. We really needed this. Many thanks, Mr. Morgan. Haben wir erstmal genug bekommen, würde ich sagen, oder? Jetzt gibt's genug zu essen für alle. Da können sich alle den Magen vollstopfen. Und wir können uns auch mal ein Käffchen gönnen oder so. Das hat er verdient. Hey, Arthur. What's going on?
Jose and John are looking for you. They went out to the Moonshine Stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Jose wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Alles klar. Also müssen wir nachher wieder hier rüber reisen, oder was? Hosea. Ja, dann wollen wir mal direkt wieder aufs Pferdchen. Mal gucken, was die Jungs da mit uns vorhaben. Kein Kaffee. Hat der eh nichts zubereitet, der Mr. Pearson. Sheriff Morgan. You're welcome. Sheriff Morgan. Hm? Geil, dass die Leute uns auch so unterschiedlich aufnehmen, wenn wir den Sheriff-Stern haben. Gehen die meisten schon netter vor, ne? Obwohl wir ein falscher Sheriff sind. Einer, der auf beiden Seiten spielt, sozusagen. War die gute Rossi, ne? Macht die toll. Muss man sagen, hat uns bisher durch einige ganz, ganz brenzliche Situationen geführt hier. Heiliger Bimbam. Und da vorne, da steht dann auch die nächste Mission an. Da bin ich mal gespannt.